Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Ja, ich dachte, nachdem ich jetzt schon mal abends hier die Softbox aufgebaut habe, kann ich direkt noch ein zweites Video drehen. Also wundert euch nicht, dass ich genauso aussehe wie bei den Neuzugängen. Ja, ich drehe das Video jetzt sozusagen direkt im Nachgang. Und es geht um die Neuerscheinungen für den August 2019. Wer mich schon länger kennt, weiß, dass ich sehr gerne Neuerscheinungen lese, dass ich mich sehr gerne mit den Vorschauen beschäftige, dass ich immer schon, wenn die Programme rauskommen, mir einiges auf die Wunschliste setze und dann wirklich so einen Monat vorher anfange, so zu gucken, ja, wie viele Bücher hast du, welche hast du, an welche erinnerst du dich, was spricht dich besonders an, und dann meistens irgendwie so, ja, versuche einstellig zu sein, was die neuen Erscheinungen angeht. Und ich glaube, ich habe diesmal 7 Bücher für den August, die ich spannend finde. Finde ich ganz schön, dass im Sommer durchaus immer mal ein paar spannende Bücher rauskommen und schöne Bücher, weil man natürlich vielleicht Urlaub hat. Also ich habe im August ja Urlaub, ich mache ja auch meine kleine YouTube-Pause und genieße da einfach die Zeit und denke, dass man dann wirklich vielleicht so bei der einen oder anderen Umwandlung in einer Buchhandlung dann vielleicht auf das ein oder andere Neuzugänge-Buch dann auch stößt. Und ich denke, wir starten jetzt einfach bei 7 Büchern. Ich will ja ein bisschen was dazu erzählen. Mit dem ersten Buch, das am 5. August erscheint, das ist das neue Buch von Adriana Popescu, Goldene Zeiten im Gepäck. Es erscheint im Piper Verlag und ist demzufolge ein Erwachsenenroman. Wir kennen ja Adriana Popescu auch bei Jugendbüchern, und in diesem Jahr hat sie ja sogar einen Krimi unter Adriana Jakob herausgebracht, im Self-Publisher-Tum, wenn man das so nennen kann. Und jetzt kommt ein Erwachsener-Roman, der richtig, richtig toll klingt. Eine große Liebe, die nicht sein durfte, und eine Freundschaft, die mit jedem Kilometer wächst. Eine rüstige alte Dame begibt sich mit ihrer jungen Pflegerin auf eine Reise quer durch Osteuropa, um die Liebe ihres Lebens wiederzusehen. Ein warmherziger Frauenroman mit viel Herz und Humor von Erfolgsautorin Adriana Popescu. Wir haben hier die rüstige Altenheimbewohnerin Frau Kaiser, und sie weiß etwas über Carla, das sie nicht wissen sollte. Sie erpresst die junge Pflegehelferin damit, um von ihr in einem alten Renault quer durch Europa kutschiert zu werden. Wohin? Das wird Carla schon noch sehen. Warum? Das geht sie nichts an. Carla soll einfach nur fahren, möglichst schnell, denn viel Zeit bleibt ihnen nicht. Aus Kaisers Koffer blitzt eine goldene Medaille. Eine Erinnerung an längst vergangene Tage, als sich zwei junge Schwimmer bei den Olympischen Sommerspielen 1956 in Melbourne fanden, aber nicht lieben durften. Und ich habe bei den Vlogs von Adriana immer den Eindruck schon bekommen, dass das ein sehr lebensnaher Roman ist, auch etwas sehr Persönliches von ihr in diesem Buch mitschwebt, und dass es ein Buch ist, was ihr schon lange im Kopf umhergegangen ist, und sie jetzt richtig froh war, dass sie schreiben konnte und dass es jetzt eben auch vom Piper veröffentlicht wird und dass es auch ein sehr persönlicher Roman ist. Und ich freue mich sehr darauf. Es klingt nach so einem Roadtrip mit zwei sehr unterschiedlichen Personen, mit einer Begründung, die wir dann bestimmt noch erfahren, und ich bin mega gespannt auf dieses Buch. Ich mag die Bücher von Adriana Popescu. Ich finde, sie kann alles schreiben, sowohl Jugendbuch als eben auch zeitgenössische Literatur, die im Jetzt eben spielen und ihr Erwachsenenthemen beschäftigen. Und ich finde, das macht sie wirklich richtig groß und richtig gut und macht mir wirklich viel Spaß. Das zweite Buch hat mich als Buchnerd total angesprochen, ist von Sean Beitel, erscheint am 12. August und heißt Tagebuch eines Buchhändlers. Und da sieht man schon, es geht hier um einen Buchhändler, aber nicht um irgendeinen Buchhändler, sondern einen etwas, ich würde sagen, schrulligeren Buchhändler. Und mich hat hier Cover angesprochen, Klappentext, und ich bin mega gespannt darauf. Denn wir sind hier in Whittown, Schottland. The Bookshop, die größte Sekundärbuchhandlung des Landes, ist ein Paradies für Buchliebhaber. Die Bücherregale reichen bis zur Decke, die Regalböden hängen durch ob ihrer verführerischen Last. Es gibt alles, was das Herz begehrt. Was sie als Kunde nicht sehen, sind die Probleme im Hintergrund, mit denen sich der Besitzer Sean Beitel herumschlagen muss. In seinem Tagebuch als eines Buchhändlers finden sie alles. Exzentrische Kunden, unhöfliche Angestellte und eine ständig leere Kasse. Aber auch den Nervenkitzel eines unerwarteten antiquariatischen Fundes und den Charme der Küstenkleinstadt Wigtown. Tauchen sie ein in die Welt des Buchhandels und lassen sie sich verzaubern. Und wenn man jetzt schon gesehen
gesehen hat, wer der Autor ist und welche Rolle ja sozusagen der Besitzer des Buchhandels ist, sieht man, dass es ein und dieselbe Person ist. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass dieses Buch auf wahren Begebenheiten beruht und bin mega gespannt, zum einen natürlich nach Schottland zu kommen, diese merkwürdigen Kunden und Angestellten kennenzulernen, aber natürlich auch den etwas sehr speziellen Buchhändler, wenn man das so ein bisschen aus diesem Klappentext herausnehmen kann. Und ich finde, es klingt mega cool, spannend und auch spaßig und ich bin mega neugierig darauf und freue mich auf den August. Das dritte Buch ist eine Fortsetzung und ist von Ursula Poznanski, erscheint am 14. August und ist der zweite Teil von Erebos. Ich habe Erebos, ich glaube, vor 2 Jahren gelesen, fand es wirklich mega, dachte aber auch tatsächlich, dass das überhaupt keine Fortsetzung bedarf, beziehungsweise es auch nicht geplant war. Und jetzt heißt es doch so schön, Erebos ist zurück und hat dazugelernt. Wir sind hier ja in einer Science-Fiction-Welt und Erebos war ja eigentlich nur ein Computerspiel, was aber doch irgendwie viel mehr war. Und es heißt hier so schön, wo würde Erebos in unserer allseits vernetzten Gegenwart wieder auftauchen? Auf dem Smartphone, auf Facebook, auf Twitter? Was würde es über WhatsApp, YouTube oder Instagram anrichten? Ursula Poznanski fand, die Zeit war reif für Erebos 2. Und ich möchte gar nicht so viel zum Klappentext oder so erzählen, denn es ist natürlich ein zweiter Teil. Ich weiß jetzt natürlich nicht, inwiefern man wirklich den ersten Teil kennen muss, um in den zweiten reinzukommen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Ich mag die Bücher von Ursula Poznanski, auch wenn ich jetzt, ich glaube, in dem Jahr noch gar kein Buch von ihr gelesen habe, habe ich aber Erebos in sehr, sehr guter Erinnerung und bin mega gespannt, was der zweite Teil zu bieten hat. Kommt auch, glaube ich, in so einer etwas sonderartigen Edition erstmal heraus. Muss ich mal sehen, ob ich mir die besorge oder es vielleicht als E-Book lese. Da bin ich ja immer so ein bisschen, ja, zwiegespalten, zu was greife ich, bin hier aber auf jeden Fall neugierig und freue mich auf diese etwas düstere Science-Fiction-Version, die also mit, ja, künstliche Intelligenz ist das falsche Wort, aber ja, mit diesen Reality-TV-Spielen irgendwie auf sich wartet und freue mich da sehr drauf. Und ja, das nächste Buch ist dann ein historischer Roman, erscheint am 26. August, ist von Ilka Tamke und ist Die Hüterin der Lieder. Und das war was mich vom Cover sehr angesprochen hat und ich dachte auch diese Zeit, die hier ja im Grunde benannt wird, finde ich mega spannend, weil ich glaube, auf so früher historischer Zeit habe ich selten etwas gelesen, denn es geht hier um keltische Legenden, die zum Leben erwachen. Noch nie wurde dieses beliebte Zeitalter so opulent erzählt. Wir sind im Jahr 47 nach Christus und reisen in das besetzte Rom, das südöstliche Britannien. Während die Siedlungen der Kelten brennen, hält sich die junge Aelia in den walisischen Bergen versteckt. Sie ist eine Kendra, eine Gereiste, die zwischen den Welten wandern kann. Doch nun muss Aelia zu den Menschen zurückkehren und an der Seite von Kriegsfürst Caradoc kämpfen. Denn dieser ist der Einzige, der die Römer zurückzuwerfen vermag. Doch nur, wenn Aelia ihm ein einzigartiges Geschenk macht. Die magischen Lieder ihres Volkes. Denn wenn es Aelia und Caradoc gelingt, die Macht der Vergangenheit gegen die Feinde aus der Gegenwart heraufzubeschwören, kann das alte Britannien der Legenden überleben. Klingt nach einer Zeit, die ich persönlich mega spannend finde, wo ich gefühlt noch nicht irgendwie groß viel dazu gelesen habe. Ich habe, glaube ich, 1-2 Bücher in meinem Leben über diese keltische Zeit, sag ich mal, gelesen und finde das mega, mega spannend. Und die Idee, dass man eben magische Lieder hat und ja, die so ein bisschen heraufbeschwört, finde ich spannend. Und ja, ich mag historische Bücher. Ich glaube eher, dass das ein Buch ist, was vielleicht ein bisschen später im Jahr bei mir einzieht, vielleicht durchaus im September, Oktober, wenn man so ein bisschen in die Herbstrichtung geht, aber es steht auf jeden Fall auf der Wunschliste, weil es mega spannend klingt. So auch der nächste Roman von Liane Moriarty, 9 Fremde, erscheint ebenfalls am 26. August und Liane Moriarty ist ja unter anderem die Autorin von Big Little Lies, also Kleine große Lügen oder wie das im Deutschen dann hieß, eine Serie, die ich im letzten Jahr wirklich großartig fand. Mir ist ja dann so ein bisschen von einem Buch abgeraten worden. Dennoch spricht mich dieser Klappentext mega an und ich bin sehr gespannt auf die Geschichte. 9 Fremde und 10 Tage, die alles verändern. In einem abgelegenen Wellnessresort treffen 5 Frauen und 4 Männer aufeinander, die sich noch nie zuvor begegnet sind. Sie alle sind in einer Krise und wollen ihr altes Leben hinter sich lassen. Bald schon brechen alte Wunden auf und lang gehütete Geheimnisse kommen ans Licht. Denn nichts ist so, wie es scheint. In Tranquillium House.
Ja, wir haben natürlich hier wieder Intrigen und Lügen und Geheimnisse und neuen Fremde, die sich eben nicht kennen, die aber doch wahrscheinlich irgendwas dann verbinden wird. Wir haben hier irgendwie ein Ressort, was dazu verleitet, irgendwie aus sich herauszugehen. Ich bin total neugierig, was es damit auf sich hat, was die Geheimnisse sind, wie man dahinter kommt, was auch diese Kombination aus 5 Frauen, 4 Männern vielleicht irgendwie noch für eine Bedeutung hat, die ja so doch sehr ja, aktuell und ja, also wirklich benannt wird. Und ja, ich bin neugierig und freue mich da sehr drauf. Auch ein Buch, auf das ich mich sehr freue, ist V-Wars, die Vampirkriege. Ja, da ist ja, ich glaube, es sollte im April schon erscheinen oder im März und es ist jetzt auf August verschoben worden, auf den 28. August und ist von Jonathan Mayberry. Das ist ja eine Neuauflage. Unter anderem wird es da eine Netflix-Serie geben mit Ian Somerhalder, den ja viele wahrscheinlich aus Lost kennen oder aus Vampire Diaries und ich freue mich mega. Sowohl auf Serie wie auf diesen Vampir-Roman bei mir ist tatsächlich mal wieder nach düsterem Vampir und es heißt hier unten auch für Leser von Bram Stoker, Anne Rice, Lisa J. Smith und Justin Cronin und Fans der Serien Vampire Diaries, Dexter, The Walking Dead und Buffy. Das ist so eine Mischung, die ich gefühlt nicht zusammenkriege, denn wenn ich an Justin Cronin und die Passage-Trilogie denke, würde ich nie an Vampire Diaries denken oder gar an Buffy und dann auch noch an The Walking Dead und an Bram Stoker. Also es ist so eine Mischung, die ja, in meinem Kopf nicht so richtig zusammengeht, aber die ich irgendwie spannend finde. Und ja, es geht hier um den drittklassigen Hollywood-Schauspieler Michael Fane, der neben der brutal verstümmelten Leiche eines One-Night-Stands aufwacht. Weiß ja zwei Dinge noch nicht. Erstens, die junge Frau wird nicht sein einziges Opfer bleiben. Und zweitens, er ist Patient Zero, Träger eines Virus, der aus Menschen etwas anderes macht. Der Wissenschaftler Dr. Swan beschäftigt sich mit einem sehr aparten Spezialgebiet. Sein akademisches Interesse geht in volkstümlichen Überlieferungen zum Vampirmythos. Als man ihn bittet, Gutachter in einem Mordfall zu werden, ist das für ihn absolutes Neuland. Er ahnt noch nicht, wie gefragt seine Meinung in den folgenden Monaten sein wird und welche Entscheidungen ihn abverlangt werden. Und hier sieht man schon, dass man Patient Zero, das wird vielleicht durchaus so ein vampirartiges Wesen sein, erinnert tatsächlich so ein bisschen an die Passage-Trilogie. Aber wir haben hier einen der Vampirmythen im Grunde untersucht und überwacht und ja, der hier in den Mordfall hineingezogen wird. Und das finde ich super spannend, super interessant, klingt nach einem richtig düsteren, ekligen Vampirbuch, das halt auch wirklich wahrscheinlich einem so das Blut gefrieren lässt. Und das finde ich klingt einfach spannend und freue mich drauf. Und das letzte Buch ist dann auch ein Buch, was sehr, sehr früh in der Zeit sozusagen spielt. Er erscheint am 30. August und ist Ich bin Circe. Ich spreche sie jetzt einfach mal so aus, von Madeline Miller. Und die Überschrift ist schon Filmrechte hochkarätig verkauft. Und hier hat mich definitiv das Cover angesprochen und auch irgendwas im Hinterkopf von Göttern. Und ja, so ist es dann tatsächlich auch gewesen, als ich ja, den Klappentext zu Circe gelesen habe. Denn Circe ist die Tochter des mächtigen Sonnengottes Helios und der Nymphe Perse. Doch sie ist ganz anders als ihre göttlichen Geschwister. Ihre Stimme klingt wie die einer Sterblichen. Sie hat einen schwierigen Charakter und ein unabhängiges Temperament. Sie ist empfänglich für das Leid der Menschen und fühlt sich in deren Gesellschaft wohler als bei den Göttern. Als sie wegen dieser Eigenschaften auf eine einsame Insel verbannt wird, kämpft sie alleine weiter. Sie studiert die Magie der Pflanzen, lernt wilde Tiere zu zähmen und wird zu einer mächtigen Zauberin. Vor allem aber ist Circe eine leidenschaftliche Frau. Liebe, Freundschaft, Rivalität, Angst, Zorn und Sehnsucht begleiten sie, als sie Daidalos, dem Minotaurus, dem Ungeheuer Scylla, der tragischen Medea, dem klugen Odysseus und schließlich auch der geheimnisvollen Penelope begegnet. Am Ende muss sie sich als Magierin, liebende Frau und Mutter ein für alle Mal entscheiden, ob sie zu den Göttern gehören will, von denen sie abstammt oder zu den Menschen, die sie lieben gelernt hat. Und so grob irgendwo in meiner göttlichen Geschichtenerfahrung kann ich mich irgendwie an diese Geschichte ganz vage erinnern oder an diesen Mythos, an diese Legende und ich finde das immer mega spannend. Ich mag diese Geschichten, wo es um diese früheren Götter geht, wie die Menschen gesehen haben und natürlich auch umgekehrt, welche Auswirkungen das hatte und dass wir hier im Grunde eine von Göttern abgestammte ja, Tochter haben, die aber doch irgendwie menschliche Züge annimmt und ja auch diesen menschlichen etwas ja zutun kann, zugetan ist. Das mag ich unglaublich gerne. Ich bin sehr gespannt auf diese Geschichte und ja, vielleicht bringt sie mein Göttererinnerungsvermögen auch wieder ein bisschen mehr auf die Spur.
Wer weiß. Ja, das waren sie jetzt, die 7 Neuerscheinungen für August. Ich freue mich wirklich sehr auf die Bücher, bin sehr gespannt darauf und ja, total neugierig und fand die jetzt einfach von den ursprünglich 15 Büchern, die ich glaube ich für August hatte, wirklich am spannendsten, sind auf der Wunschliste geblieben und ich ja, freue mich darüber, freue mich darauf und bin jetzt natürlich auch neugierig, auf welche Bücher ihr euch freut. Alle Bücher, die ich euch genannt habe, findet ihr unten in der Infobox und auch die Klappentexte und Links dazu. Schaut da einfach gerne mal vorbei und ja, teilt mir in den Kommentaren gerne mit, auf welche Bücher ihr euch freut, welche bei euch auf der Wunschliste stehen, ob vielleicht auch Bücher von meinen jetzt bei euch auf der Wunschliste gelandet sind, ob euch da eins angesprochen hat. Lasst mir das gerne in den Kommentaren da und bevor ich jetzt noch mehr Knoten in die Zunge bekomme, denke ich, habe ich genug gequasselt. Danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und ja, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.